So. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich sitze schon wieder am Schreibtisch und habe wieder was für euch. Das ist dieses dritte versprochene Paket, was ich euch gesagt habe, dass es das noch von mir gibt. Ja, diesmal ist es was, wo ich auch weiß, was drin ist. Dann habe ich hier schon wieder das nächste rumstehen, was natürlich noch nicht geöffnet ist. Hier weiß ich auch, was es drin ist. Und zwar seht ihr hier drüben meinen Mikrofonarm mit Mikrofon. Und ich habe mir ein neues bestellt. Von der Firma Tonar. Kannte ich vorher auch nicht, wurde mir empfohlen. Und ja, das wird dann wahrscheinlich das nächste Video sein. Wir kommen jetzt erstmal zu dem Teil. Wie gesagt, ihr wisst schon, was drin ist. Diesmal was für den Zwerg. Wir ändern kurz die Perspektive. Tata, sind wir zurück. So, natürlich ist es noch ungeöffnet. Das öffnen wir jetzt. Okay, rupf, wie du Bestpaket hier. Falls ihr meine anderen Produktvideos noch nie gesehen habt, dann, ihr wisst, die werden eingeblendet oder am Ende eingeblendet. Und zwar ist es diesmal ein absolut geiler Flitzer. Wie gesagt, da wusste ich schon, was auf mich zukommt. Wir packen das mal aus, weil ich gehe mein Kleinen gleich von der Schule abholen und dann nehme ich das gleich mit, damit wir gleich auch mal sehen, ob das überhaupt funktioniert, ob man damit draußen rumfahren kann oder was weiß ich nicht. So, Kiste weg. Anleitung brauchen wir nicht. Okay, das sieht schon mal. Okay, das ist noch. Achso, wie immer, hier unten gegen raus fällt der. Ach Gott, meine Schere beißt sich da durch. Jetzt kriegt man das raus. Kriegen wir nicht raus. Müssen wir hier oben nochmal. Sehr schöne Transportsicherung, auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall schon mal einen geilen Eindruck. So, ist ein Akku-Pack mit dabei und Batterien. Also ich vermute natürlich, das Akku-Pack ist mit Ladegerät. Hier ist das Akku-Pack. Die Batterien werden sicherlich für die Fernbedienung sein. Die hier festgeschraubt ist. So, macht auf jeden Fall schon mal einen geilen Eindruck, wenn das so gesichert ist in der Verpackung halt. Ich gehe davon. So, ich werde mal ein Stück ranzoomen. So, wie gesagt, also hier ist natürlich eine kleine Schraube drin, die wir lösen müssen, damit wir vermutlich das Akku-Pack genau reinstecken können. Ich hoffe, hier auf dem Akku-Pack ist etwas mehr Strom. Aber es ist ja meistens immer mit Strom geliefert. Also jetzt war nicht voll, aber zack. Dann knüppeln wir das Akku-Pack hier irgendwie rein. Denken können. So, natürlich ist in so einem. Warum passt das nicht? Mit dem kleinen Batteriefach ist natürlich nie unendlich Platz noch, also das kriegt man sofort mit, das ist klar. Aber hier muss ja auch noch Motor und was weiß ich nicht rein, oder ich bin zu blöd, das Ding hier gerade reinzukriegen. Ich gehe eher davon aus, dass ich zu blöd bin, das Ding hier reinzukriegen. Ja. Also passt einwandfrei rein, na, ich bin halt bloß zu blöd. So, festgeschraubt, das Ding, also das Auto wäre jetzt schon mal einsatzbereit. Also es macht auf jeden Fall schon mal einen geilen Eindruck. So. Ja, das ist so ein 360 Grad Auto. Der Link zu dem Auto ist natürlich wieder unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne die ganzen Informationen, die ich euch hier verschweige oder ähnliches, könnt ihr euch dort gerne reinziehen. Und wenn ihr das bestellen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt das gerne über den Link bestellen. Ich verdiene daran nichts. Ich stelle einfach nur das Produkt vor. Und Fernbedienung leuchtet schon mal. Müssen wir gucken, ob man das Auto irgendwo einschalten muss. Ja, muss man einschalten. Dann gucken wir mal, ob auf dem Ding schon Strom. Oh, oh.
Okay, ich schau mal Strom drauf. Dann testen wir mal ganz kurz, ob alle vier Reifen sich drehen. Ah, okay, das ist dafür da. Okay, also müsste ich sozusagen schon mal nicht schlecht. Es ist schon mal cool. Fährt das Gelände? Ja, macht's. Schon mal sehr geil. Wie gesagt, wir gehen jetzt raus, ich gehe jetzt meinen Kleinen von der Schule abholen und dann nehmen wir das Ding natürlich mit. Das gut hier. Und dann werden wir das mal draußen testen, wie das draußen fährt. So, nachdem wir nun draußen waren, ihr das Auto draußen ein bisschen in Action gesehen habt, bin ich jetzt erstmal wieder zurück und muss sagen, das Ding macht eigentlich schon ein bisschen Laune. Link zu dem Teil, zu dem guten geilen Auto hier, ist unten in der Beschreibung. Liken und kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.